Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün. Und Talent hat das letzte Mal sich mal killen lassen und dann wieder von vorne angefangen. Dagegen habe ich nichts. Wir sind jetzt hier mit dem Entonmann und werden versuchen, ihn zu besiegen. Was hoffentlich auch klappen wird. Ich weiß nicht, was ich benutze. Ich benutze einfach nichts. Ah, nee, doch. Ich benutze was. Cool. Drachenblut hätte es, glaube ich, eher gebracht. 50. Das soll ein Scherz sein, oder? Fokusstoß bitte nicht. Ich bin tot. Ich gehe total koordiniert an die Sache ran. Und werde jetzt schon weint wahrscheinlich gleich wegrennen, Surfer. Ja. Gut. 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 Ey, kommt. Nee. Ich spreche das Let's Play hier ab. Das können die zwei jetzt alleine hier machen. Guckt euch den Scheiß an. Das ist so ein Beschiss. Das schläft. Oh, ups. Mann. Ich hätte auch hingucken sollen. So, oh Mann. Was will er jetzt einsetzen? Nein. War das jetzt ein Fehler oder nicht? Schattenstoß bitte nicht über. Oh, gut. Keine Wirkung, aber es schläft. Finde ich sehr gut. 19. Taste mich da jetzt ran, einfach. Es schläft immer noch. Das ist. Komm, das nächste muss ein Volltreffer. Komm, Volltreffer. Volltreffer. Nee. Kritisch. Okay, jetzt soll ich. Nein, ich probiere es mit einem Item. Hypertrank. Hypertrank macht mich übercrank. Okay, das war jetzt dumm. Das war gut. So, Rasierblatt und der zweite dürfte Geschichte sein. Tschüss, Traunmagil. Mit Bisaflor läuft's. Gedankengut. Brauch man nicht. Nee, brauch man nicht. Entschuldigung. So. Ah, das zieht wenigstens mal was. Oh, das zieht gut, das zieht sehr gut. Das zieht wirklich... ist weg, gut. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Nein. Ach, Schlafbruder. Ist schon toll, wenn man einfach mal ausnutzt, dass das keine Wirkung eigentlich hat, aber... Ja. Ist egal. Dürfte mein Rasierblatt nicht irgendwann mal leer sein? Macht noch 10. Wird reichen. Muss reichen. Okay, kritisch. Hätte das nicht eine Runde früher kommen können? Level 34 und ein Shiggy. Nein. Ich mache Zerschneider. Und trenne dem Shiggy den Kopf ab. Ja, ich bin krank. Kein Entor kann mich besiegen. Ja, er ist kein Entor. Wir wissen es immer noch. Er hat Nebulak. Er hat... Nebulak. Pokémon. Nebulak. Ey, es lief so gut mit dieser Flor. Dann lasse ich das einfach. Beutel. Haben wir andere Tränke. Aber ein Beleber kann ich doch, denke ich mal, verschwenden. An Clutexo, das ist wichtiger. Und vielleicht noch einen an Schillock, ja. Top-Trank, Hypertrank, ja. Ich probiere es einfach. Hui, endlich ein Herausforderer. Ja, neun Orden.
Damit habe ich wohl das Wichtigste zusammengefasst. Nebulak. Level 30. Schlaf, Bruder. Ach. Gut. Gut, gut. Rasierblatt. Bitte, bitte, bitte. Nicht sehr effektiv. Ja, egal. Zieh 20. Wird zwar 5 Runden ungefähr dauern, aber... Jetzt hauen wir... Ah, nein, 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 daneben. Oh. Danke Gott. Das ist jetzt gemein. Es schläft ein, Rasierblatt. Ich habe übrigens früher immer Schlafpuder gehasst. Also als Attacke für mich. Psyana, glaube ich, war's. Ja. Ich hol Tauboga. Nee, Tauboga, klar. Azor ist raus, so. Ja, ich habe Schlafpuder immer gehasst, aber irgendwie jetzt mag ich's voll. Urteilskraft, ja. Ja, das war ein guter Schlag. Ich habe nicht drauf geachtet. Wird passen müssen. Passt. Aerodactyl. Ja, da holen wir Flekmon. Das kann Surfer. Kann Shiggy Surfer? Ich weiß es nicht. Oh, wie süß. Nee, das kann nicht Surfer. Na dann. Bitte. Ja, es lebt. Ja, toll. Lass mal mit Konfusion einfach probieren. Ne, bringt es auch nicht viel mehr. Steinhagel, tschö. Okay. Jetzt mit Shillock. Surfer, ja, das kann Surfer. Okay, bye. Ich verhaue alles mal wieder. Dieser Flor. Ja, du beschützt mich nicht. Ah doch, beschützt mich Schlafpuder? Nein, oder? Nee, oder? Kommt. Okay, jetzt ist es eigentlich eh verloren, weil... Ah, so ist toll. Urteilskraft machen, ja. Mache ich jetzt auch. Weil sterben werde ich wahrscheinlich eh. Leute, wir müssen trainieren. Wir müssen einfach trainieren. Ja, wir müssen einfach trainieren. Irgendeinen guten Platz suchen, da dann die ganzen Viecher killen, auf Level 50 mindestens machen, alle. Und ich würde sagen, das machen wir doch eigentlich lieber offscreen, weil bis Level 50 hochleveln, das schaut sich kein Schwein an, außer ihr Zuschauer, ihr sagt mir jetzt, genau jetzt, jetzt geht ihr in die Kommentare und schreibt da rein, ja, ich schaue auch, wenn ihr drei blöden Let's Player Typen da, die eh nichts können und so. Ich schaue euch trotzdem. Auch wenn ihr nur Pokémon trainiert und nicht gegen tolle Top 4 Typen kämpft, die ihr schon 4.000, 5.000 Mal besiegen hättet können, aber es trotzdem nicht getan habt. Und ich werde jetzt einfach... Beutel, Hypertrank, nützt nix. Ich will eigentlich die Beleber nicht alle ausnutzen, sozusagen. Also ich kann jetzt sagen, ich probiere jetzt gegen die zu kämpfen, also gegen das, da zu kämpfen. Oh, das ist der dritte erst. Hä? Da habe ich was verpasst, egal. So. Ich probiere jetzt mit Urteilskraft dieses Vieh zu killen. Habe ich auch getan. So. Nach Tarafan Shining Advances schickt Xerox in den Kampf. Nein. Ja. Xerox ist Käfer. Keine Ahnung. Käfer, Stahl. Schwertanz. Oh, Angriff steigt. 16. Okay, das bringt nicht ganz so viel, wie ich erwartet habe. Windhose, was bringt das? Auch nicht ganz so viel. Ruckzuckhieb. Bringt auch nicht ganz so viel.
Oh, ich hab da was, ich hab da was. Das könnte jetzt gut werden. Das könnte sehr gut werden. Och, nö. Gut. Sehr effektiv, 70 gleich mal. Obwohl es nur so ein bisschen Glut ist. Impoleon, ja, da wechseln wir zu Arceus, weil Glutexo. Ja, Impoleon, da könnte ich jetzt sagen. Ja, nein. Geht nicht anders. Muss ich das machen? Och nee, oder? Jetzt kommt ein anderes. Jetzt kommt Tauboga. Wenn Tauboga das jetzt sowieso besiegt, dann hat's ein Level-Up auf jeden Fall mal. Oh, das könnte knapp werden. Windhose. Nee, oder? Ja, toll. Ja, ganz toll. Ganz, ganz toll. Oh. Den kann ich nicht... Das ist der letzte. Ist das der letzte eigentlich? Ist das der letzte? Keine Ahnung, ist das der letzte? Magnezone. Ja. Ist das der letzte? Der hätte ich ja einen totalen Riesenfail gemacht. Wenn ich da nicht meine Pokémon aufgeheilt hätte. Was habe ich nur getan? Was habe ich getan? Ich glaube. Also es ist sowieso jetzt nichts für nichts mehr gut, ja genau. Jetzt kann ich einfach. Das ist der letzte, oder? Es ist der letzte. Es ist der letzte. Ich verhau unser ganzes Geld jetzt wahrscheinlich, aber so. Ich verhau wahrscheinlich gerade alles, aber ich weiß nicht. Ist es der letzte? Ich bin mir so unsicher. Ja. Ich bin mir zu unsicher, dass ich jetzt denke, ich habe große Scheiße gebaut. Ich denke jetzt gerade echt, ich habe Riesenscheiße gebaut. Und jetzt werfe ich einen Pokéball. Keine Ahnung, wieso ich das getan habe, aber. Ja, möchte ich jetzt. Nee, noch ein Beleber einsetzen, das wäre dumm. Hyperheiler auf irgendwas. Nö. Nochmal ein Pokéball werfen, ja. Das soll einfach jetzt endlich besiegt werden. Och, komm schon. Cosmic, nein. Ja. Endlich weg. Endlich weg mit dem Dreck. Nein, nicht Bisaflor. Glutexo. So, Feuerzahn. Lichtkanone, bitte. Nee, ach gut. So, Panzer Aeron. Nee. Dieser Floor. Ja, wenn Glutexo. Ja, ich mach's mit Glutexo. Einfach, weil es Stahl ist, aber ja, wenn es jetzt besiegt wird, dann wäre das schlecht. Boah, Schnabel. Ja. Ja, ich überziehe wahrscheinlich gleich. Aber das wird jetzt, denke ich, nicht ganz so viel ausmachen. Ich weiß ja nicht, noch nicht mal mehr, wie viele das jetzt waren. So. Fliegen, Windhose. Ich probiere es mit Windhose. Ich weiß noch nicht mal, wie viel. Boah. Fliegen. Gut, toll. Super. Machst du echt toll, Panzer Aeron. Ich könnte immer wieder kotzen, wenn ich dich sehe. Okay. Jetzt bitte stirb einfach. Toll. Toll. Toll, toll, toll. Mann, bin ich.
Stirb einfach, du kleines Arsch. Es gibt noch eins. Nee, oder? Oh, Mann, oh. Ich bin am Verlieren. Das ist eine Typenvorgabe. Wer braucht schon Stahl-Pokémon? Nach Tara. Nein. Hey, das ist sein letztes. Ich werde jetzt einfach die Top-Genesung einsetzen. Ich glaube, ihr werdet mich töten, aber... ja. Ist verwirrt. Toll. Bitte zieh nicht viel. Es zieht viel. Wow. Wow. Mann, oh Mann. Wow. Mit zwei Pokémon sitze ich hier. Und einer Minute über Zug schon. Ja. Schlafbude. Verrecke. Verreck. Verreck. Verrecke. Was? Was hat er eben gesagt? So. Hä? Regeln ändern? Will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Will der mich wirklich verarschen? Der will mich verarschen. Der will mich nur verarschen. Ich, ganz klar. Was ist das für ein... Nee, oder? Hä? Ich bin jetzt etwas baff. Merkt man aber nicht, oder? Kritisch, ja. Bringt mir nicht viel. Ja, wenn es andauernd Mondschein einsetzt. Oh Mann. Hypertrank. Ja, Leute, ich kann jetzt nichts dafür, dass ich so überziehe, aber es geht einfach gerade nicht anders. Es muss jetzt ein Volltreffer sein, weil wenn... Mondschein, toll. Rasierblatt daneben. Zieht auch wenigstens etwas, gut. So, Rasierblatt, komm. Konfusstrahl, toll. Habe ich nichts mehr, toll. Risikotackle. Ja, das dauert alles viel. Ich beschleunige das jetzt. Ha! Wollt ihr mich verarschen? Ja. Klar. 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 Leute, das ist... Das ist Verarsche hier. 1000! Niemand kann es mit mir aufnehmen. Bullen! Einen Augenblick. Ah, Leute. Wir haben hier eine Anzeige gegen dich. Du hast versucht, diese Welt zu vernichten. Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts getan. Ich habe diese Welt nicht vernichten wollen. Aber du hast dieses Spiel erstellt und somit auch das Missing Note, das uns beinahe gelöscht hätte. Uns dieser Gefahr auszusetzen war völlig unnötig. Du bist verhaftet. Das war ein nötiger Höhepunkt in diesem Spiel. Irgendwie muss sich der Plot doch auflösen. Folgt ihm! Ja, ich gehe auch einfach mal mit rein. Was denn hier passiert? Hat er sich schon die Polizei gelöscht? Nein, nur die Polizisten. Als ob ich mich von denen aufhalten lasse. Oh mein Gott, war diese Lache scheiße. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bist du hier in der Ruhmeshalle. Da du mich jedoch besiegt hast, darfst du dich nicht eintragen. Nicht besiegt hast. Ich werde dich deshalb nach Knoblauchheim teleportieren, bevor du irgendeinen Mist anstellst. Halt, stehen bleiben. Lass mich... Los, stärk dich, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Hier geblieben! Ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich trage mich trotzdem ein. Shining Bones kann mich mal. Scheiß Spaß. Hey, cool, wir haben es geschafft. Also ich. Ihr seid schlecht. Mann, seid ihr schlecht. Nee, das ist das Ende.
Das ist das Ende, oder? Sorry für die 5 Minuten oder 6 Minuten Überzug, aber das ging nicht ganz so anders, wenn ihr das gesehen habt. Ihr sollt es gesehen haben, wenn ihr jetzt hier seid. Aber ja. Bei mir fing's an, bei mir endet's. Nein. Ich denke, wir werden zu dritt mal ein Video machen, wo wir ein Fazit ziehen. Sarrazin. Ja, Sarrazin. Der liebe Mann. Pokémon Feuergrüne Edition. Credit Edition. Pokémon Feuergrün, Credits, Graphics, Kische. Ich bin etwas weit weg vom Bildschirm. Ich kann das nicht ganz so gut lesen übrigens. Deswegen lest ihr am besten selbst einfach. Das wäre wohl das Beste für euch und meine Augen. Shiny Francis, Victor, mehr kann ich nicht lesen. Schacke. Grumps Kiss, nur wegen seinem LP wurde das Projekt wieder aufgenommen und beendet. Check the Zipper, der beste Beta-Tester, den es gibt. Victor, die ewige Unterstützung. PokeWiki und PokeFans.net. Nintendo und Game Freak. Und ich entschuldige mich bei allen, die etwas beigetragen haben und nicht aufgelistet sind. Innerhalb von 4 Jahren geht leider so. Manches vergessen. Kein Mensch kann so schnell lesen. Ach mein Gott. Knoblauchheim, wir sind hier. 7 Minuten Überzug. Projekt Feuergrün zu Ende. Let's Play Together mit Talent und Spielprinz. Ich glaube, das war gelungen. Und ich werde jetzt hier kein Fazit ziehen von diesem Spiel. Ich werde einfach nur sagen, ihr werdet noch ein Fazit hoffentlich mal sehen, wenn die anderen beiden es wollen. Ansonsten werde ich alleine eins machen. Also auf jeden Fall war das nicht das Ende von Pokémon Feuergrün direkt. Es kommt noch eine Fortsetzung, sozusagen. Ein Fazit, wie gesagt. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und bald 8 Minuten Überzug. Und ja, das war Pokémon Feuergrün. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei 66 is the Talent und Spielprinz vorbei. Die haben das auch toll gemacht und mitgemacht. Und warum auch? Ich hab's nicht toll gemacht. Also die haben's toll gemacht, ich nicht. Und ja. Was soll ich noch sagen? Tschüss am besten. Das wäre eigentlich eine tolle Verabschiedung. Und deshalb sage ich auch Tschüss.